Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute mal cool, wir machen den ganzen Lamm am Spieß. Und wie man das macht und wie das vor allem schmeckt, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, um so ein Lamm zu grillen, braucht man als allererstes mal ein Lamm. Da hat mir mein Kumpel Spank hier vorbeigebracht, ein Kamerun-Lamm. Hat 9 Kilo, der Bursche. Und du siehst hier, der ist ein bisschen locker. Das heißt, der ist heute früh geschlachtet worden. Sieglinde hieß der Jute Tier, hatte Jute gehabt, handgestreichelt, aufgezogen worden. Hat jetzt allerdings die richtige Größe, hier gegessen zu werden. Und von daher tut es mir ein bisschen leid für Sieglinde. Aber wir sind heute Abend ein paar Mann und wir haben alle Hunger. Deshalb werden wir das heute bestmöglich zubereiten. Das ist die größte mögliche Ehre, die man so einem Tier noch erweisen kann. Und die werden wir heute tun. Innereien, siehst du hier, die sind schon komplett aus dem Bauchraum raus. Wir lassen heute auch den Brustkorb ungeöffnet. Also den lassen wir zu. Grillen war im Prinzip komplett geschlossene Dinge, bis also unten die Organe, die rausgenommen wurden. Dazu brauche ich ein bisschen frecher Feta. Wenn ihr nicht habt, mischt euch den nach oder kauft euch den. Ansonsten habe ich ein bisschen Salz, ich kann sich nicht nachmischen, das Salz muss man immer irgendwie haben, dann nehme ich jetzt Feinet und nehme ein bisschen Rapsöl. Dann habe ich noch einen Drehspieß und vor allem das Wichtigste bei geilen Videos hat man immer ein bisschen Rödeldraht und eine Kombizange dabei. Als allererstes werden wir jetzt mal das Lamm so ein bisschen einölen, dann nehme ich ein bisschen Öl, das ist im Prinzip der Klebstoff nachher für unser Salz und für unsere Gewürze. Öl ist zwar nicht ganz so gut, um so was Gewürze drauf zu machen, aber im Endeffekt funktioniert das sehr, sehr gut. Drehen wir sie Glinde mal um. Und Öl noch von der anderen Seite hin, siehst du, da kommen die Wespen schon, die mögen natürlich nicht nur süße Zeug, sondern auch Fleisch. Und kannst dir vorstellen, wo sich Wespen wohlfühlen, richtig bei mir zu Hause. Dann kommt die Würz ruf und drin, also immer hier rüber würzen, siehst du schon, also und reibst es an, dann merkst du schon, wie das schön das Öl so als Klebstoff hält. Und dann hast du diesen Lammgeruch schon typisch mit den Kräutern und dann wird es schon richtig geil das erste Mal, obwohl noch ein Anstufen Grill drauf ist. Und auf die gewürzten Stellen kommt dann noch immer wirklich großzügig Salz drauf. Da musst du keine Angst haben, dass du so ein Lamm versalzen bekommst. Das sind ja richtig dicke Stücken und bis da was passiert. Also die können richtig Salz hier brauchen. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Lamm innen und vor allem auch außen. Bis jetzt war alles noch relativ entspannt. Jetzt wird der schwierige Teil, weil wir müssen das Tier auf den Spieß bekommen. Und dazu stechen wir das hier vorne ein. Das ist hier direkt hier unten, da oben ins über dem Brustbein. Da ist eine relativ weiche Stelle, wo man kurz das Ding durchrammt, genau so. Und da ziehen wir natürlich jetzt die Stange bis hinten durch. Im Schritt ist es natürlich schon offen. Das schadet der Sache aber nichts. Wir drehen das auf den Rücken und beginnen jetzt unser Lamm hier aufzuspannen. Das ist immer ziemlich die Bastel und da ich handwerklich nicht ganz so bin, zeige ich euch einfach, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Unsere Freundin Sieglinde liegt jetzt hier. Wie du siehst, wir haben sie vorne festgemacht, hinten festgemacht. Wir haben jetzt ohne die Spieße gearbeitet. Das geht so viel besser, wenn wir bloß anrödeln. Hier im Rücken haben wir noch zweimal wie so ein U durchgestochen und die angerödelt, dass der Rücken dann nicht hin und her wabbelt. Und jetzt kommt Sieglinde aufs warme Plätzchen. So, jetzt wird die Nummer richtig warm. Wir haben hier unten ein bisschen Holzkohle drin. Ich habe mal zwei Stücken Holz aufgelegt, dass wir ein bisschen mehr Hitze haben, dass wir erstmal schön scharf angrillen können. Und da werden wir die nächsten 3 Stunden weiter hier drehen, einfach von Hand. Das ist natürlich bei 30 Grad Außentemperatur eine gewisse Herausforderung. Jetzt gucken wir auch von wo der Wind kommt. Wenn der von da zu sehr kommt und wir zu sehr in der Hitze stehen, so wie ich jetzt, dann drehen wir das nochmal um, dass die Kurbel da hinten steht. Aber das entscheiden wir im Vorwärtsschreiten. Wichtig ist, du musst jetzt nichts weitermachen, außer drehen und dafür gucken, dass nicht zu viel und nicht zu wenig Hitze rankommt. Das kannst du entscheiden, wenn du die Hand hier mal so rüber hältst und merkst, da wird es schwierig. Dann weißt du, du bist auf Grilltemperatur. Wenn die Hand dahinter ist und sagst, Mensch, ist ja total lau, dann mach lieber nichts. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde mal angegrillt und du siehst, wir haben schon eine schöne Färbung dran hier. Ist das? Genau so muss das aussehen. Und jetzt haben wir folgendes gemacht. Jetzt haben wir ein Stück nach oben gehangen. Das reicht jetzt als Hitze aus. Und weil wir jetzt nicht mehr drehen wollen, weil wir auch faule Menschen sind, arretieren wir das hier mit so einer Kette. Siehst du, ungefähr so. Und lassen mal von der einen und mal von der anderen Seite angrillen. Und wenn ihr jetzt hier oben guckst, hier oben drüber steht dann die Hitze, die hochsteigt. Und sie backt da oben in aller Ruhe zu Ende. Und man sieht, hier ist warm und hier ist Rauch. Mir brennt schon in den Augen. Boah. Und ich liebe das, wenn im Plan funktioniert. Guck mal, wenn du hier oben hinschaust, wie geil da die ganze Sache schön vor sich hin blubbert. Mega, oder? Schön, wie da die Tropfen runterkommen. Genauso muss das aussehen. 3 Stunden sind um und das war richtig heiß am Grill hier. So sieht der Bursche aus. Super lecker. Und den nehmen wir jetzt runter. Und ich würde sagen, wir schlachten den Burschen mal. Wir fangen mit so einem Stück hier im Rücken an. Wir lösen uns mal kleben. Oh, Messer fällt durch die Butter. Ich wollte gerade sagen, Butter fällt durch wie ein Messer. Hier, geh mal, nehmen wir mal raus. Ich
lösen wir hier raus. Ist natürlich heiß. Mega. Kriegen wir die Farbe super. Und einer muss kosten. Ich mache es. Heiß. Aber lecker. Und die hört die Katze schon. Das ist mal ein untrügliches Zeichen, wenn es fertig ist. Und hier schneiden wir mal ein schönes Stück aus der Keule raus. Das runterfällt hier die Haut, ganz wichtig. Und natürlich das Fleisch, dafür sind wir da. Mega. Also total lecker, schmeckt schon nach Lamm, aber auch so ein bisschen nach Wild, aber ohne jetzt bockig zu sein, total cool. Und ich habe wieder das Thema, dass mal wieder die Wespen rechtzeitig zum Essen da sind. Also sind ja noch fast schneller als die Katzen. Ja, wenn ihr einen guten Trick hier im Westen habt, der auch tierschutzkonform ist, dann schreibt ihn unten runter in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen Barbecue. Macht's gut, ich esse jetzt Lamm. Geil. Mega hier. Geil.